auch nichts. Meinte sie diese Treppe? Vermutlich. Ich möchte mich aber erstmal hier umsehen. Und vorher möchte ich dann auch noch wissen, da kommt man nicht nach oben, aber da kommt man nach oben. Also unter Ska ist der wirklich riesig. Was denkt ihr über unsere Stadt? Tidras Deltis. Es freut mich, euch kennenzulernen, Winder. Ich bin Tidras Deltis, Kreuzritter. Willkommen in Aldrun. Was kann ich für euch tun? Das ist angemessen, Winder. Ich bin Tidras Deltis, Kreuzritter. Was? Im Tevani-Distrikt sind die wenigen Tevani-Turmstädte große Dörfer mit Zauberertürmen. So. Wofür das hin? Privatquartiere geht es hier. Ja, da kommen wir dann möget ihr das vermutlich über den anderen Weg auch noch hin. Deswegen gehe ich hier nicht weiter, sondern verfolge jetzt diesen Weg dort. Ach, jetzt sind wir hier oben. Cool. Privatquartiere auch. Ja gut, gehen wir rein. Da geht's wahrscheinlich wieder zum anderen zurück, zum Hauptteil. Gibt es etwas, das ich für euch tun kann? Nathunio Velas. Es freut mich, euch kennenzulernen, Winder. Ich bin Nathunio Velas, Kreuzritter. Willkommen in Aldrun. Was kann ich für euch tun? Ja, Winder, das kann uns weiterhelfen. Ich bin Nathunio Velas, Kreuzritter. Er ist da drüben. Oh, wirklich? Cool. Da, mein Beruf, das haben wir, glaube ich, vorher gar nicht gelesen, oder? Ich bin Kreuzritter. Kreuzritter waren einst Krieger eines Kultes. Doch heute nennt sich jeder Krieger mit einem Anliegen... Was? Ein Anliegen so. Mein Anliegen ist, Totenbeschwörer, Hexen, Banditen und andere Missetäter zu jagen. Und mir geht es gut. Die Bergung von Waffen, Rüstungen und Gütern erlaubt mir ein gutes Leben. Ich bin zäh und stark. Ich trage schwere Rüstung und kämpfe mit stumpfen Waffen. Und abgenutzte Waffen oder abgenutzte Rüstungen sind schlecht für den Kampf. So bin ich auch mein eigener Waffenschmied. Cool. Und da ich jetzt da mal kurz hin, rechter Flügel, dann sind wir hier unten. Wie geht es euch? Genau. Idros Givin. Willkommen in Aldrun, Winder. Neu hier? Wenn ja, kann ich euch sagen, welche Dienste hier erhältlich sind. Ja, Winder, das kann uns weiterhelfen. Ich bin Idros Givin, Kreuzritter. Hm.
Beeindruckend. Eure Kleidung ist wahrlich eine Zierde. Da kommen wir zum Hauptbereich, glaube ich, zurück. Also zum Eingang. Hier ist sonst nichts mehr. Dann könnt ihr oben noch sehen oder hier unten. Haus Venim. Okay, Haus Venim. Das war doch der Eingangsbereich. Ist hier der Eingangsbereich? Haus Venim. Gehen wir einfach mal rein. Das würde mich jetzt interessieren. Ich war hier noch nicht. Das ist einfach nur ein Gemach. In Ordnung, aber fasst euch kurz. Dilvene Venim. Es freut mich, euch kennenzulernen, Winter. Ich bin Dilvene Venim, Adliger. Willkommen in Alderaan. Was kann ich für euch tun? Ist schon gut, Winter. Ich werde sehen, was sich machen lässt. Ich bin Dilvene Venim, Adliger und Angehöriger derer, die man oft einfach Fürstenhaus Redoran nennt. Die wird wieder so viel reden. Was? Sie ist in die Notunterkünfte in der Redoran-Ratshalle gezogen, nachdem die pestkranken Kreaturen ihr Haus überfallen und ihren Gatten ermordet haben. Oh! Das ist ja blöd. Das war das Haus Morwein. Das heißt, war doch nichts. Wobei, die pestkranken Kreaturen werden wohl kaum das ganze Haus in so eine Art Ritus-Halle oder sowas umgebaut haben. Wird schon eher gewesen sein. Ihr habt ja uns einiges zu erzählen. Wenn ihr mit Haus Redoran beitreten wollt, sprecht mit Neminda in der Redoran-Ratshalle. Ich habe vor, beizutreten, also... werden wir früher oder später sowieso mit ihm reden. Helft jemandem und derjenige wird sich daran erinnern. Seid loyal gegenüber anderen und man wird euch gegenüber loyal sein. Tut Gutes, was gut ist, wisst ihr. Tut Gutes, damit ihr nie eure Taten bereuen müsst. Das stimmt. Ich glaube, das sind die Regeln von der Redoran. Steht von euren Leuten, schlagt eure Leute, ohne dass ihr provoziert wurdet. Oder bringt eure Leute um und ihr werdet von uns ausgestoßen werden und als unser Feind bezeichnet. Brecht nie euer Ehrenwort. Akzeptiert euren Platz, dient euren Obersten und erfüllt eure Pflichten hier im Haus. Respektiert die Lehren des Tribunals. Verteidigt euer Haus, eure Leute und eure Ehre. Nun gut. Morgenstern. Ja, egal. Dann gehen wir jetzt noch zum anderen Mal rein. Mal sehen, ob hier wer drin ist. Hier ist keiner. Wirklich keiner. Hier haben wir Skatte, Kammereier, Salzreis. Extravaganter Gürtel, extravaganter Rock und extravagantes Gewand. Sehr schön.
Wie sieht es hier aus? Ist hier jemand? Nein, sind wohl die Gästezimmer. Extravagantes Gewand und extravaganter Rock. Wie sieht es da unten aus? Da sind auch nochmal zwei Türen. Na. Und es ist hier niemand. Extravagantes Gewand und extravaganter Gürtel. Jetzt bin ich überlastet. Na toll. Dohlenfederring. Ich würde das Haus hier gerne noch fertig machen. Extravagant, alles extravagant. Wird alles mitgenommen. Gut, dann nach oben. Wobei, wir hätten dann oben auch noch ein bisschen was. Athletik auf 70 Punkte verbessert. So, dann geht es jetzt dort hoch. Ich könnte Ork-Stärke wirken, das könnte ich. Aber jetzt möchte ich erstmal die Ausdauer regenerieren. Wie war der Belz? Braucht ihr etwas? Es ist schon sehr lange her, dass mir ein Dunkelelf in solch einem grandiosen Aufzug begegnet ist. Kann ich euch helfen? Ihr seid großzügig, Winder, und euer Urteilsvermögen ist gut. Ich bin Bivada Belz, Kreuzritter. Na gut, weiter. Gibt es etwas, das ihr braucht? Gibt es etwas, das ihr braucht? Mit ihm gibt hin. Es etwas, das ihr braucht? Was? Wieso fragt ihr mich das alle? Nedrine Redas. Es freut mich, euch kennenzulernen, Winder. Ich bin Nedrine Redas, Kreuzritter. Willkommen in Aldrun. Was kann ich für euch tun? Das ist angemessen, Winder. Ich bin Nedrine Redas, Kreuzritter. Okay, dann du, Verese Salvani. Willkommen in Aldrun, Winder. Ich bin Verese Salvani, Bürgerlicher. Seid ihr neu hier? Ich glaube nicht, dass wir uns schon begegnet sind. Ich dachte nicht, dass ihr dazu imstande wärt. Ich bin Verese Salvani, Bürgerlicher. Und die erzählt uns mal schon ein bisschen mehr. Zumindest mehr als die Kreuzritter. Na gut, dann Vendreda Arabe. Es ist schon sehr lange her, dass mein Dunkelelf in solch einem grandiosen Aufzug begegnet ist. Kann ich euch helfen?
Ihr seid große Gewinner und euer Urteilsvermögen ist gut. Ich bin Vendrela Aravel, Bürgerlicher. Im ersten Zeitalter führte der Prophet Veloth die Ahnen der Dunmer von der Insel Somerset in die Gegend von Morrowind. Sehr interessant. Bolvin Venim. Falls ihr keine Geschäfte zu besprechen habt, Fremdländer, schlage ich vor, dass ihr geht. Ich nehme euer Geld nicht, aus meinen Augen. Elf ist schon ein bisschen mager. Das verrate ich euch nicht. Habt ihr sonst noch einen Wunsch? Ich würde sagen, wir können uns einander eingehend unterhalten. Ich frage mich, mag ich euch gut genug leiden, um euch davon zu erzählen? Ja, ich hoffe doch schon. Ihr seid so gut, wenn eine so freundliche Geste kann ich nicht ablehnen. Ich bin Bolvin Venim, Ratsvorsitzender derer, die man oft einfach Fürsten aus Redoran nennt. Das Haus Redoran wird diesen Lalu, Caldera und die Ebenerzmieren nicht ohne Kampf überlassen. Caldera ist traditionell Territorium von Haus Redoran, also wären wir diejenigen, die diese Besitzurkunde haben sollten. Sobald wir einen Beweis haben, dass die Lalu das Kaiserreich betrügen, werden wir Caldera mit Gewalt zurücknehmen. Ah ja. In dieser Angelegenheit kann ich nur mit Freunden sprechen. Na gut. Selbst wenn ihr die Ratsherren auf eure Seite bringt, werde ich dagegen stimmen. Ich würde eher sterben, als zuzusehen, wie Haus Redoran von einem Fremdländer entehrt wird. Okay. Na gut, das war's. Sprecht nur. Ich höre euch. Aber wir haben noch ein Teil, wo wir hingehen können. Wie ich sehe, gefällt euch dieses Nämlich das hier. Die Venim-Wachquartiere.